Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Marsch. Wir werden jetzt den Gras runternehmen. Nebenbei wird noch Mais geerntet. Also fängst du gut. Das geht ins Lager rein. Und sorgt für viel Silage. Dann werden wir noch ein bisschen Geld verdienen mit Verkauf von unseren Rohstoffen. Wenn wir auf Lager haben, müssen wir schauen, ob wir noch etwas da haben. Wir werden auch einen Rest Weizen und der andere müssen schauen. Der Hänger soll auch voll werden, ne? Den wir gerade gewaschen und repariert. Und dann werden wir dann entsprechend den Aschenball machen. Ah, ja, das ist ein Ende. Kommt doch noch gewachsen. Ist schon gewachsen. So, jetzt ist es. So. Vorne mal noch heben. Das sind doch Probleme. Okay. So, jetzt geht's halt schon hoch. Haben wir den Eck wieder nicht aufgesät? Ach, nee. Durchdrehende Reifen, ja, das könnte das sein. Ja, Probleme. Probleme. Ach, der hier. Eingefahren. Nun hat er sich hier am Silo festgefahren. Gut Deutsch. Natürlich blöd, ne? Der LKW kam mit klar, Traktor wieder nicht. Ach, das war ja warum. Der LKW fährt genau links. Packt er genau mit dem. Da habe ich das Problem. Ich wünsche allen einen schönen Freitag. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut geschafft. Und seid noch fit genug, um hier reinzufahren.
Habt ihr Anregungen? Habt ihr Vorschläge? Verbesserungen? Gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich werde versuchen, das reinzugehen. Den wollen wir nicht waschen. Dann haben wir Geld besorgen, ne? So defekt ist er nicht. Wir müssten eigentlich, das ist wichtig, Dünger. Unsere Wiesen müssen entweder gedüngt werden oder gepflügt werden. Müssten gepflügt werden. Das wird auch die Erträge erhöhen. Wir werden mal unseren Fendt nehmen. Da habe ich schon mal Fendt. Dann Flug, Flug, Flug. Werden wir flügen. Dann schauen wir, ob wir auch Kalker machen können. Ups, dran. Vollbremsung. So, Feldarbeit. Kursgenerierung. Die alten Löffel. Da müssen wir mindestens 2 Fahrrunden machen. Sollte ja relativ zügig durchgehen. Sollte. Ich glaube, da keine Arbeit dran. Düngen heißt hier unseren Spezialtraktor. Aber oh, die Spritze haben wir echt toll. Hat er gerade schön gehempelt. Wo haben wir unseren Düngerteuer? Das ist der Kalksteuer. Muss da hinten sein. Wollte eigentlich.
kommt zu nichts. Ne? Verkaufen kann man nichts. Ah, 0%. Heißt, klein. Ja, klein. Kleiner sollte voll sein. Gut, da fährt er ganz vorne an. Passt schon. Warte mal, hat sie geklappt, wenn wir dann abfahren? So, geht zügig voran, ne? Groß. Das ist scharf. Okay, dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Aber umspielen muss sein, wenn wir 10% aufmachen, ist auf Dauer viel. So, LKW. Ja, wir müssten noch warten, aber das ist so wichtig. Wir können ein bisschen die Lage einfahren. Das wird schon wieder so viele geben haben. Wir könnten auch warten und dann Gas hier einbringen. Das ging auch. 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 Alle Hand drinne. Schade, wenn ihr gleich Geld gibt, ne? Würde sich lohnen. Ich hab mal Gegenverkehr heute.
Nein! Wer hat den Kurs eingefahren? Ja, manchmal muss ich mal einschalten, der hat mich nicht. Der hat mich geklappt vorhin. Das heißt, wenn die Folge zu Ende ist, muss ich noch ganz kurz speichern. Mann, das ist eine Blase. Da war da mal 40.000 im Rücken. Einzig ist, dass es immer nur viel gibt. Aber der Ertrag ist ja enorm vom Weißwasser. Das ist ja Ich wollte mal mit Überladewasser testen. Also dann müsste ich mal die Hundert. Auch mehr Gelase. Ganz so gerade gelungen ist, das blöd. Bescheuert aus. Aber das ist nicht anders. Alles ist okay. Schauen wir mal, wo wir Lager haben. Lager 4000. Voll, 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 Mist. Schweine, Futter, Kalk, Rotte, Zügel, Kopfen, Kopfen, Kopfen. Ups, Fäkale. Mischgetreide. Wer zahlt am meisten? Ich habe noch auf Lager nicht viel. Pflaume, Birne, Sand, Zucker, Pellets, Tabak. So habe ich kein Mischenteil auf Lager. 10.000? Jetzt bin ich ein bisschen befragt. Silo extrem oder extern. Ah, jetzt sehe ich das. Ja, ich kann auch ein Silo sehen. Das Fremde. Da war nichts drin, klar. Weizen habe ich noch 58.000. Würde sich auch noch lohnen. Häckselgut, Silage 96, Heustroh, Gärreste, Mischgeteile, ne? Das lohnt nicht mehr. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Und seid auf Füße und Gedanke. Ciao, ciao. Hoffentlich übrigens morgen, Samstag, zur Rechenfolge. Ciao.